Hamburg am Jungfernstieg vom Rathaus mit ungefähr 500 Leuten aus dem Hamburger Hafen, aus Rostock, aus Bremerhaven. Und wir demonstrieren hier für den Erhalt der Arbeitsplätze, gegen die Auslagerung und Leiharbeit. Hallo, hier ist Marco vom Rostocker Gesamthafenbetrieb. Und ich bin mit Kollegen heute hier, um meine Solidarität mit den Hamburger und Bremer Kollegen zum Ausdruck zu bringen. Dagegen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden sollen in Bremen und bei Blohm & Voss. Zum Beispiel ist auch ein Problem, dass die Lascher, was bis jetzt Hafenarbeit war, künftig von den Besatzungen der Schiffe selbst gemacht werden soll, was zum einen unsicher ist und auf der anderen Seite auch bloß wieder der Profitmaximierung dient. Blohm & Voss ist ein Wahrzeichen der Stadt Hamburg, aber es geht uns schlecht. Nein, eigentlich ist unsere Situation katastrophal. Momentan sind es die Mitarbeiter, die wieder einmal die Fehler des Managements in den vergangenen Jahren ausbaden müssen. In 2011 wurden wir von einem Finanzinvestor übernommen, der das Tafelsilber der Blohm & Voss Gruppe verkauft und sich nun nach einem erneuten Verkauf verabschiedet hat. Ja, also wir sind aus Rostock gekommen und unterstützen die Kollegen hier aus Hamburg und aus Bremen, Bremerhaven. Im Zuge der Digitalisierung müssen wir natürlich zusammenstehen und ein Zeichen setzen, weil die Digitalisierung und die Automatisierung macht vor keinem Hafen Halt. Das ist ganz einfach. Und eine tolle Aktion war auch, dass die ausländischen Gewerkschaften aus Holland, aus Belgien und so weiter hier waren und aus Norwegen ebenfalls. We in Belgium are also faced for the third time by the attack from the European Commission, mainly caused by complaints of powerful employers. And we are also getting more and more under pressure by right-wing political parties. Die Stimmung ist gut, es werden gute Redebeiträge gehalten. Und es wäre am besten noch darauf einzugehen, dass wir so einen Protest natürlich noch sehr viel stärker auch brauchen, um gegen G20 zu protestieren, wenn die Chefs der Ausbeuter- und Unterdrückerstaaten der gesamten Welt sich hier versammeln und weiter besprechen, wie sie die Kosten ihrer Krise auf uns ablegen können.